Auch jetzt diese peinlichen Versuche, Tunesien als Türsteher zu kaufen. Es zeigt doch alles nur, dass man selber sich eben nicht ehrlich machen will und eine klare Ansage macht, no way, wer schon durch sichere Drittstaaten gezogen ist, wird hier grundsätzlich nicht weiter behandelt. Alles andere bleibt eine reine Mogelpackung. Und umgesetzt werden die Maßnahmen frühestens in 2, 3 Jahren. Das heißt, wer kommen will, wird sich jetzt demnächst auf den Weg machen. Die Pläne sorgen für eine Erhöhung der Migration nach Europa. Und die EU will ja gar nicht die ganze Grenze übermachen. Somit werden die, die wissen, dass sie die Bedingungen nicht erfüllen, innerhalb der EU verteilt zu werden, einfach weiter auf Schlepperdienste setzen, die sie direkt in ihr Zielland bringen. Und dieses Nichts will uns die Regierung teuer verkaufen. Wie lächerlich ist das denn, meine Damen und Herren?